Ja, meine Damen und Herren, wenn Journalisten eine herausragende Geschichte gelingt, dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass sie etwas Neues oder Überraschendes herausgefunden haben, etwas, von dem ihre Leser und Hörer und Zuschauer bisher nichts wissen oder wussten. Dass sie Leute getroffen haben, über die zuvor nicht berichtet wurde, oder sie Informationen und Dokumente erhalten haben, die bis dahin nur Insidern bekannt waren. Aber manchmal gibt es auch ganz großartige Geschichten, bei denen die darin enthaltenen Informationen zwar eigentlich längst bekannt sind, die aber dadurch etwas ganz Besonderes werden, dass die Autoren diese längst bekannten Informationen so verarbeiten, dass sie für das Publikum einen ganz anderen Sinn ergeben. Und in solchen Beiträgen werden dann Muster erkennbar, die vorher niemand klar beschrieben hat. Und ganz oft sind es gerade diese Geschichten, die dem Leser das Gefühl geben, endlich einen komplizierten Sachverhalt richtig zu verstehen. Die Groschen fallen dann bei der Lektüre gleich in Serie. Und genau dieses Kunststück ist Marc Brost, Marc Schieritz und Wolfgang Uchatius mit ihrem Stück über die Schuldenstudie und den darin enthaltenen Rechenfehler der beiden Weltökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt gelungen. Als der Artikel erschien, waren die meisten darin beschriebenen Fakten längst bekannt. Rogoff und Reinhardt hatten 3 Jahre zuvor eine große Arbeit veröffentlicht, die beschrieb, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Ländern mit einer Staatsverschuldung von mehr als 90% einer Jahreswirtschaftsleistung kaum noch vorangeht. Und belegt hatten sie das mit Daten aus 200 Jahren und Dutzenden von Ländern. Von Anfang an bemängelten Kritiker, dass diese beschriebene Korrelation ja noch keine Aussage darüber trifft, über die Kausalität. Ob also die Entwicklung durch die Staatsschulden blockiert wird oder ob es nicht andersrum ist, dass die Staatsschulden überall dort diesen hohen Wert erreichen, wenn die Wirtschaft dieser betroffenen Länder in einer tiefen Krise steckt. Und so ganz genau hatten sich die beiden Forscher da auch gar nicht festgelegt, was die Kausalität angeht. Aber umso schneller waren dann Finanzpolitiker in Amerika und Europa mit ihrer Schlussfolgerung. Für sie war die Studie von Rogoff und Reinhardt der Beweis für die Richtigkeit der Sparpolitik, die sie Europas Krisenländern verordnet hatten, 90%. Das war die scheinbar wissenschaftlich bewiesene Schwellenwert, den es zu erreichen galt. Danach und darunter sollte alles wieder gut werden und darum sollten alle Opfer auf dem Weg dahin gerechtfertigt sein. Das vielleicht Erstaunlichste daran ist, dass Rogoff und Reinhardt diese politische Nutzung ihrer Arbeit völlig unwidersprochen zuließen. Vielleicht war es die Eitelkeit, vielleicht waren es die großen Ehren, die ihnen die Politiker und Banker zukommen ließen, weil denen die Studie so wunderbar zu Pass kam. Die drei Autoren lassen das ganz bewusst offen, aber sie können derlei Schlüsse auch getrost ihren Lesern überlassen. Denn ihre grandiose Rekonstruktion der Entstehung und der politischen Vermarktung dieser Arbeit von Rogoff und Reinhardt ist so akribisch, dass ganz viele Dinge für sich selbst sprechen. Und dabei ist dieser stümperhafte Rechenfehler, den der amerikanische Student Thomas Herndon dann in den beiden Großökonomen nachwies, eigentlich nur der Aufhänger und die unterhaltsame Zugabe für den eigentlichen Vorgang, nämlich die Leichtigkeit, mit der sich die Ökonomen von Weltruf und die Politiker trefflich gegenseitig instrumentalisierten. Wobei die Autoren, und das finde ich das Beeindruckende an dem Stück, das an keiner Stelle direkt benennen müssen. Stattdessen beschreiben sie nur die Schlüsselszenen, zum Beispiel jenen 6. September 2011, das Zitat wurde ja gerade schon eingeblendet, als Wolfgang Schäuble im Bundestag seine Politik mit diesem berühmten Satz begründete, man müsse nur daran erinnern, dass die US-Ökonomen Reinhardt und Rogoff vor kurzem in einer vielbeachteten Studie dargelegt haben, dass das Wirtschaftswachstum ab einem bestimmten Verschuldungsgrad durch öffentliche Verschuldung gedämpft wird. Das, so schließen die Autoren, und ich zitiere, ist der Augenblick, in dem die Zahl die Welt der Wissenschaft verlässt und die deutsche Politik erreicht. In den kommenden Monaten werden die 90% zum wiederkehrenden Element in Schäubles Reden zur Eurokrise. Und das ja nicht nur bei Schäuble, sondern das listet das Stück ganz genau auf, in beängstigender Gleichschaltung auch die Finanzminister Großbritanniens und der USA, der EU-Währungskommissar, der frühere EZB-Präsident und natürlich auch Deutschlands Großbanker in Frankfurt. Und so gewannen die Ökonomen Ruhm und Ehre und die Minister, Notenbanker und EU-Funktionäre sowie ihre Troika, dieses Monstrum im Herzen Europas, gewannen scheinbare wissenschaftliche Legitimität für ihre Politik. Eine Politik allerdings, die für Millionen Menschen in den Krisenländern ganz direkte Folgen hatte
und sie einer Verarmung preisgab, von der keineswegs sicher ist, ob sie nicht vermeidbar gewesen wäre. Und auch diese Seite der Geschichte haben die Autoren in ihre Erzählung eingewoben, indem sie von den Erfahrungen des griechischen Krankenpflegers Augustinus Mutsakitis mit den Folgen der radikalen Kürzung im griechischen Gesundheitswesen berichten, wird die ganze Dimension des ungeheuerlichen Vorgangs erst richtig klar. All das ist, wie am Anfang erwähnt, nicht wirklich neu, aber diese Art der Erzählung, die war wirklich neu und ist unglaublich stark und unheimlich gelungen, weil sie durch die zuweilen wirklich geniale Verknüpfung der einzelnen Aspekte das Verständnis der Leser für die tatsächlichen Vorgänge unglaublich schärft. Dafür, liebe Kollegen, herzlichen Dank und diesen Preis. Marc Frost, Marc Schieritz und Wolfgang Horatius, bitte kommen Sie zu uns. Sehr gut. Kommen Sie drei noch zu mir. Jetzt müssen Sie sich um die zwei Mikros streiten. Ich bin sicher, Sie kriegen das hin. Sie haben ja in Ihrem Artikel schon deutlich gemacht, die Zahl hat auch deshalb eine so steile Karriere hingelegt, weil sie vielen Politikern schlicht und einfach entgegenkam. Nun hat ja Professor Rogoff seinen Fehler erkannt und versucht, die Zahl wieder einzufangen. Ist ihm das aus demselben Grund nicht gelungen? Also vielleicht, ich möchte eine Sache zuvor sagen, es ist eine politische Zahl, es ist eine ökonomische Zahl, es ist aber auch eine journalistische Zahl. Also was uns ganz wichtig war in diesem Artikel war, dass wir haben aufgrund unserer politischen Haltung häufig gegen diese Zahl angeschrieben, beziehungsweise gegen das, was sie ausgelöst hat, das Sparen. Aber auch wir haben nicht nachgerechnet, auch wir haben nicht hingeschaut. Insofern ist der Artikel auch eine Mahnung für uns Journalisten, häufiger hinzuschauen und nachzuschauen. Auch wir haben den Excel-Fehler bzw. den Studenten gebraucht, der den Excel-Fehler aufgedeckt hat, um unsere Recherche zu beginnen. Und dann ist Marc Schieritz in die USA gereist und hat Ken Rogoff getroffen, als erster überhaupt. Und wie das war, muss er vielleicht selber sagen. Ich wollte gerade fragen, er hat ja mit niemandem vorher über Excel-Gate, wie es genannt wird, gesprochen. Warum glauben Sie, dass er sich ausgerechnet Ihnen geöffnet hat? Also er wollte erst auch nicht mit mir sprechen. Ich hatte mehrere E-Mails geschickt, die unbeantwortet blieben. Und dann stand ich vor seinem Büro und habe ihm sozusagen noch eine letzte E-Mail geschrieben, in der ich berichtete, ich sei gerade bei Thomas Herndon, dem Studenten gewesen, und hätte mit ihm gesprochen. Und dann sozusagen habe ich ihm geschrieben, so, that's the last chance to talk, wenn du willst, dass dein Punkt, deine Sichtweise auch vorkommt. Und dann schrieb er die E-Mail und rief an, dann haben wir telefoniert, also wir haben es nicht geglaubt, haben telefoniert. Und ich glaube, er hatte einfach sozusagen, er wusste, dass wir auf den Spuren der Geschichte waren und wollte dann zumindest noch seine Sichtweise da unterbringen. Und aus seiner Sicht ist natürlich auch eine Welt zusammengebrochen, als dieser Excel-Gate, dieser Skandal losbrach, weil er sich sozusagen dann attackiert sah von allen Seiten, verantwortlich gemacht für das Elend der Menschen in den Krisenländern Europas und auch in den USA. Das hat ihm auch schon schwer zu schaffen gemacht. Und ich glaube, das war mein Eindruck nach dem Gespräch, dass auch er, wenn er einen Fehler einräumt, dann seinen Fehler darin sah, dass er eben sich nicht gewehrt hat gegen diese Instrumentalisierung. Wissenschaft ist das eine. Wissenschaft kann immer mal falsch liegen, aber sozusagen diese Politisierung der Zahl, ich glaube, darin, das nicht verhindert zu haben, ist, glaube ich, sein eigenes. Sie haben es ein bisschen angedeutet. Was für einen Eindruck hat er in diesem Gespräch jetzt genau auf Sie gemacht? War er froh, mal seine Sichtweise darlegen zu können? War er ein gebrochener Mann? Wie hat er auf Sie gewirkt? Also er war für einen Wissenschaftler auch seines Standings, der ja global unterwegs ist, gebrochen, getroffen. Also er fühlte sich eine Hetzkampagne, eine Verfolgungskampagne ausgesetzt. Das hat ihn schon berührt, diese ganze Angelegenheit. Wir haben eben schon gelesen, hier auf der Leinwand, der Student Thomas Herndon hat 5-mal mehr Google-Treffer gehabt zum Schluss als sein Professor. Wissen Sie, was die Geschichte längerfristig aus und mit ihm gemacht hat?
Ja, ich habe ihm die Geschichte dann auch geschickt als PDF. Ich weiß nicht, ob er sie gelesen hat, er kann kein Deutsch. Ich weiß auch nicht, wie es ihm jetzt geht. Er hatte damals, als ich ihn gesehen hatte, hatte er vor zu promovieren, das war sein nächster Schritt. Was er jetzt macht, das weiß ich nicht. Ich glaube, wichtig ist auch, wie die Politik reagiert hat, als die 90% wieder entdeckt waren, hat die Politik sich auf der Suche nach einer neuen Zahl gemacht, weil Politik in Zeiten der Unsicherheit oder Politik fährt auf Sicht, wie es ja auch, wie die Kanzlerin immer sagt, offensichtlich Verkehrsschilder braucht, Regeln, und wir können sicher sein, dass es demnächst heißt eben 95% oder 100%. Ein Artikel, der ja spannend nicht nur in der Lektüre, sondern auch in der Entstehung war. Unsere Preisträger für den dritten Platz, vielen Dank.